Da muss ich jetzt dran. Also, das ist nämlich Treppenhaus. Okay. So Rotele. Aber das kommt alles noch neu und deswegen. Das ist ein neues Fenster und das muss ich jetzt noch machen. Also ringsrum so, ne? Jetzt muss ich allerdings etwas unorthodox planen. Muss ja mal gucken, gleich mit den Leisten. So, eigentlich gehören diese Leisten. Nee. Diese Leisten. Kann man so besser sehen, ne? So, die gehören eigentlich so da dran. So. Okay. Das hier, upsala. Das hier, das ist so eine Sollbruch-Abknick-Dingsi-Bumsi. Und dann kann man hier anputzen. So. Da ich aber hier den Schaumstoff habe, diesen Expansionsschaumstoff, und ich das hier komplett dicht haben will von innen, stecke ich die Leiste da in so eine Nut rein und putze das dann zu. Natürlich mache ich da noch Silikon rein unten drunter. Und dann müsste das eigentlich komplett zu sein. Das ist nämlich jetzt das Problem, dass dieser Expansionskunststoff bis hier vorne geht und den kriege ich ja sonst gar nicht verputzt. Also ich muss den jetzt irgendwie runterdrücken und die Leiste da reinquetschen. Da oben habe ich es schon mal so weit so drin. Hey! Also es ist drin. Ich meine, ist nicht schön, ne? Aber so habe ich das dann wenigstens soweit dicht. So, jetzt versuche ich das bei den anderen Ecken auch noch. So, das habe ich jetzt erstmal fertig. Und bevor jetzt einer kommt und sagt, das macht man so nicht. Ich weiß das. Es nutzt mich aber nichts. Aber ich muss es ja irgendwie dicht kriegen. Und dann muss ich das nehmen, was ich habe, weil ich kann hier nicht ohne Ende Geld ausgeben, was ich nicht habe. Gell? Ja, jetzt mache ich das erstmal so und dann werde ich das jetzt erstmal fest werden lassen und dann kann ich da weiterarbeiten. Und dann komme ich hier zwischen Fensterrahmen und der Leiste, also zwischen dem, da kommt dann nochmal eine überstreichbare Silikonfuge rein. Gell? Und dann ist es nämlich innen dicht. Und was ganz wichtig ist bei solchen Sachen, vor allen Dingen im Altbau, innen dichter als außen. Das ist wichtig. Gell, ihr Lieben? Alles klar. Ach, übrigens, was ich euch echt empfehlen kann, das ist hier so eine Winkelschere. Gibt es bei dem großen Laden mit A. Relativ preiswert. Ich glaube, ich habe da nur 15 € für bezahlt oder so. Ja, bei 18 Fenstern und 4 neuen Haustüren und dem ganzen Schneidereien von den Kunststoffleisten ist echt super. Und ja, könnte halt unterschiedliche Winkel dann machen. Und ist echt super. Und da lassen sich übrigens nicht nur Kunststoffleisten mitschneiden, sondern auch tatsächlich so Holz, kleine Holzleisten, so Eckleisten und so ein Zeug. Und Viertelstäbe und sowas. Das ist echt super. Und da sind auch noch extra Klingen bei.
Also die Klingen, die werden da mit Schraube ausgetauscht. Die sind halt wie bei so einem Messer, ne? Bei so einem Klappmesser, so einem Baumesser. Ja, hier ist noch so ein kleines Nupsi dran, damit man das zumachen kann. Echt super. Das war eine Ausgabe, die ich nicht bereut habe bis jetzt. So, die erste Schicht Kalklehmputz ist drauf. Wie man unschwer erkennen kann, ohne Kleckern kann ich nicht. Die Laibung habe ich vorher fertig gemacht. Und jetzt ist da Kalklehmputz von Hessler drauf. Moment, ich zeige euch. Und zwar ist das dieser HP9KL Kalklehmputz von Hessler. Das ist der im Prinzip der Unterputz. Und dann ist das hier Naturkalklehm Oberputz, das ist der HP 90KL. Und ich finde, die lassen sich super verarbeiten. Da ist Hanf mit drin, was man allerdings so nicht sieht, auch in der Körnung nicht oder so. Also es ist wirklich Hanfpulver irgendwie. Und ich bin da echt zufrieden mit. Habe ich bis jetzt auch ganz viel mitgemacht schon. Und ja, jetzt ist das erstmal soweit fertig. Das muss jetzt allerdings bestimmt 2 oder 3 Tage trocknen, weil da einige sehr dicke Stellen drin sind. Oh, das war's.